Amerika ist schwer erkrankt. Trotz jüngster Erfolge im Kampf gegen den internationalen Terrorismus ist das Land tief gespalten. Die ökonomischen Probleme sind eklatant. Josef Bramel liefert mit seinem Buch »Der amerikanische Patient« eine Art wirtschafts- und außenpolitisches Frühwarnsystem und erklärt, was das Wanken Amerikas für den Rest der Welt bedeutet und wie sich Deutschland am besten darauf einstellen kann. Aus den USA ist eine Weltmacht auf Pump geworden. Die schlimmste Rezession seit den 1930er Jahren. Eine beängstigende Staatsverschuldung, die dramatisch gestiegene Arbeitslosigkeit, soziale Ungleichheit und Armut, der rasante Verfall der Automobilindustrie und des Immobiliensektors, die Gefahr weiterer Spekulationsblasen und die starke Energieabhängigkeit. All das lähmt die Vereinigten Staaten. Der renommierte USA-Experte Josef Bramel analysiert, wie sich diese massiven Probleme auf die amerikanische Politik auswirken werden. Etwa in Gestalt eines neuen Protektionismus, verschärfter Ressourcenrivalität mit China, zunehmender Sicherung eigener Interessen sowie einer Abwälzung friedenspolitischer und finanzieller Lasten auf die westlichen Verbündeten. Gerade in der aktuellen Euro-Diskussion und der bevorstehenden US-Präsidentenwahl ein fantastisches Buch, um politisch up-to-date zu sein. Der amerikanische Patient von Josef Bramel erschien bei Siedler.